Hakuna Matata und Hallöchen Leute zu einer weiteren Folge Let's Play Silent Hill 3. So, es ist gerade Samstag, yeah, Samstagsaufnahme bei mir. Es ist 2 Uhr morgens durch, also es ist spät oder früh, oh, wie man es nimmt. Und ich denke, in der letzten Folge habe ich nicht wirklich richtig erläutert, was passieren mag, wenn man sich anders entscheidet oder was für Auswirkungen es hat. Also ich werde jetzt einfach mal ganz kurz mit Heather hier stehen bleiben, weil... Okay. Und euch das ganz kurz versuchen zu erklären. Wenn man generell die Antwort nimmt, ich vergebe dir, bekommt man am Ende des Rankings, ich glaube, 3000 oder 300 Damage, also Schadenspunkte. Und zwar dafür, dass man eine solch schreckliche Tat vergeben konnte. Das heißt, wir sind mehr klassifiziert dazu, zum schlechten Ende hinzuzukommen, was wir ja nicht wollen, oder allgemein, ja. Wir haben gemacht, ich sage nichts, es hat, besser gesagt, bessere Chancen auch sozusagen zum guten Ende zu kommen, weil wie ihr wisst, in Silent Hill ist es generell so, manchmal gibt es hier so Fragen und, ui, ich bin verwirrt, manchmal gibt es Fragen und diese Fragen sind entscheidend fürs Spielende. Und genauso ist es eben hier auch. Diese Tür war abgeschlossen, nicht wahr? Yo. Genau. Ja, jetzt beginnt da eine neue Welt. Ich überlege kurz noch, ob ich noch was sagen wollte zu dem Thema. Genau, in jedem Silent Hill Teil, also generell, was ich gerade kenne von Silent Hill, gibt es eigentlich immer mehrere Enden, die durch verschiedene Handlungen beeinträchtigt oder manipuliert werden können. Jo, und eigentlich würde ich gerne mehr zum guten Ende tendieren. Oh Gott, über uns die trampeln ein bisschen, meine Mitbewohner, okay. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Und ja, ich denke, soweit so gut. Das war's eigentlich alles so zum Thema. Ich werde am Ende des Let's Plays auch noch eine Internetseite verlinken, die euch ein bisschen hilft. Hier stand etwas geschrieben, aber es ist zu blass, um es zu lesen. Okay, nichts Wichtiges. Hier läuft ein Monster rum. In diesem Raum ist generell nichts Wichtiges, außer ein Fleischi-Stück und so ein Fettsack, den wir einfach nur ignorieren werden, weil wir kaum Munition haben. Ist das ein Mensch? Vielleicht nicht ganz, aber ich habe keine Lust, das Tuch wegzuziehen. Keine Lust oder besser gesagt keine Hemmungen dafür, na Heather? Auf jeden Fall spackt unser Radio hier wieder ab. Hier war eine Tür. Nichts. Hier liegt ein Monster. Da ist eine Tür offen. Oh, zum Glück. Die wir, boah, jetzt habe ich wieder vollkommen so verpeilte Momente. Oh, ein Raum, wo ein Schrank viel wichtiger ist. Die Regale sind voller Aktenordner und langweiliger Bücher. Hier gibt's, glaube ich, keine nützlichen Informationen. Ja, das glaubst du, aber was du so alles glauben magst, da liegt sogar eine Jeansjacke. Oh, nee, da liegt was. Patron für die Pistole und Patron für die Pistole. Woohoo! Einfach nur genial, diese Perspektive, zumal der Kameramann versteckt sich gerade hinter einer Lampe. Der hockt sich da richtig hin, was gerade nicht sehr toll ist. Es ist eine Wärmdecke. Ich dachte, eine Jeanshose, jetzt ehrlich. Die brauche ich wohl nicht. Mir ist nicht kalt. Mir aber. Siehst du nicht, ich friere hier schon. Ja, wir haben ein merkwürdiges Equipment aufgesammelt, was sie uns nicht angezeigt hat oder was ich aus Versehen durch Schusslichkeit zu schnell weggeklickt hatte. Und es ist eine Kassette, okay. Dann liegt hier noch ein kleines Buch oder ein kleines Büchlein. In diesem Ordner sind ein paar Papiere. Sieht nach einer handschriftlichen Kopie eines Buches aus. Repräsentiert die Gottheit, die auch als die Sonnenaureole bekannt ist. In der Wappenkunde... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich meine allgemein, mein Ernst. Sonnenaureole, ein Wort, was ich noch niemals gelesen habe, kann ich vorlesen. Und denn Wappenkunde kann ich nicht normal vorlesen. Hallo, geht's noch? Okay, Entschuldigung, pardon. In der Wappenkunde Symbol... Okay, pardon. Okay, in der Wappenkunde symbolisiert es eine religiöse Gruppe. Oh, pardon, ich bin noch erkältet, deswegen schniefe ich auch ganz oft. Die beiden äußeren Ringe sind Nächstenliebe und Auferstehung. Die drei inneren Ringe sind Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. In der Regal... Ich dachte schon Regal. Alter, ich kann es nicht lesen. Meine Fresse.
Ja, das ist scheiße mit Fieber aufzunehmen, wa? In der Regel in Rot gezeichnet. Manchmal in Schwarz oder anderen Farben. Blau kehrt die Bedeutung jedoch um in einen Fluch auf Gott und ist daher verboten. Okay, das war also sozusagen eine Notiz über das Safe-Point-Zeichen. Geil, Kameramann hinter der Lampe, Kameramann an der Decke. Kameramann an der Lampe, Kameramann an der Decke. Oh Gott, der fliegt ja richtig rum. Hier ist er nochmal an der Decke. Einfach nur genial, wie so ein Kameramann alles tun kann. Einfach nur genial, was für Fettsäcke hier rumlauern. Und wir sie einfach ganz toll und stolz ignorieren. Eine Runde Mitleid, bitte. Danke. Hier heult jemand, weil er seine Schokobons nicht mehr zurückbekommt. Dort unten sind Fußspuren. Die zum Bild führen. Wow, uns ist tatsächlich ein Geist in die Lappen gegangen. Durch die Lappen gegangen, genau. Hier ist das Bild eines Engels, der in den Himmel fliegt. Nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass da etwas hinter dem Bild ist. Die Schreie und Schritte des Mädchens verschwanden dahinter. Wollen Sie das Bild des Engels bewegen? Das Spiel ist lustig. Manchmal sieht es uns und, oh, hier offenbart sich eine Tür. Und manchmal duzt es uns. Wie bitte? Da ist ein Rollstuhl. Einfach nur ein alter, gammliger, verschrumpelter, hässlicher, nicht gebrauchender Rollstuhl. Danke, das wussten wir noch lange nicht, denn hier gibt es noch eine Tür. Es gibt so viele Türen, wir gehen gleich durch die andere Tür auch noch durch. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Sie fliegt, Scherz, über die Dächer der Stadt, Jeanne d'Arc. Voll wie eine Dunkelkammer sieht sie aus, pardon, ja, ich habe gerade meine Momente. St. Jennifer, unerschütterlicher Glaube unter der Klinge des Todes. Das ist eine Frau. Okay, hier ist ein richtig fetter Safe Point, ein Speicherpunkt. Die Sonnenaureole, wie wir gerade gelernt haben. St. Nicholas, wundersame Hände, ein Doktor Gottes oder Nikolaus. Oh, ich habe schon englischen Slang drauf. St. Alessa, Mutter Gottes, Gottes Tochter. Dieses Bild. Das bin ich. Ich halte das Baby. Und ich bin das Baby, das gehalten wird. Das ich, das den Tod suchte und vor 17 Jahren mit Gott verschwand. Und das ich, hier und jetzt, das Leben suchte. Habt ihr den Text eben verstanden? Nein, Leute, ich auch nicht. Gut, dann ist ja alles super. Dieser Kreis bedeutet Reinkarnation. Das stand auch auf dem Papier dort. Also ist der Tod nicht das Ende. Ein guter Deal, wenn du mich fragst. Dank der Reinkarnation bin ich als Alessa gestorben, lebe aber noch weiter als ich selbst, lebe aber noch als ich selbst weiter. Aber weißt du, wenn ich nur dran denke, dreht sich mir der Magen um. Das ist lustig, dass Heather an manchen Safe Points oder das Spiel hängt. Geht's wieder? Okay, gut. So, ich hoffe, das Spiel wird jetzt nicht mehr hängen. Ich wollte nur kurz sagen, dazu einen Kommentar ablassen, und zwar, dass Heather manchmal von irgendetwas gepackt wird, wo sie dann eine halbe Story zu irgendeinem Safe Point, wo wir speichern wollen, immer erzählen muss. Das ist schon lustig. Mega lustig, haha. Ein Ladebildschirm, den wir auch noch nicht auswendig können. Der Kameramann hat gerade ausgeschwenkt. Da krabbelt ein süßes kleines Tierchen rum. Willst du mit nach Hause kommen? Nein, okay, ich wollte dich auch niemals mitnehmen. Haha, ich wollte dich nur verarschen. Das hier unter dem Tuch. Nö, nicht mal einen kurzen Blick. Wieso, Heather? Hast du Angst? Angst, Potter? Are you scared? Scherz. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Irgendwie
Es ist einfach an der Uhrzeit, weil ich Angst habe. G-Data läuft im Hintergrund. Das heißt, die Folge wird sowieso scheiße enden oder so. Weil G-Data Updates macht einfach im Hintergrund und hier so ein scheiß Monster uns entgegenläuft. Wir machen das Licht aus. Lustig, jetzt sehe ich nicht mal mehr, welche Tür. Das Teil kann rennen. Okay, Entschuldigung. Ich habe mich gerade erschreckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Teil kann echt rennen. Und es war ein Monster, was wir noch nicht kannten. Da ist ein Buch in der Kiste, aber nichts Nützliches. Da ist eine Heather in der Kiste, aber nichts Nützliches. Weil sie ja so unnützig ist. Sie ist nur eine Person. Die alten Götter von Silent Hill. Eine Studie ihrer Etymologie. Wie habe ich denn das gerade ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Und Evolution. Das ist ja ein Bandwurm. Ja, das ist wirklich so, Heather. Danke, du sprichst mir aus der Seele. Oh, es gibt noch mehr zu lesen. Es gibt keine Religion, die nach ihrer Gründung keine Änderungen erfahren hätte. Auch diese ist keine Ausnahme. Als diese Religion in der Hände von Einwanderern fiel, wurde sie stark von ihrem ursprünglichen christlichen Glauben beeinflusst. So wurden den traditionellen... Traditionellen Vertretern dieses Urgottes die Namen und Beschreibungen von christlichen Engeln zugeordnet. Auf diese Weise begegnen gemeinsame Charakteristika aufzutreten. Es gibt ein seltenes Beispiel in... Moment, das verwirrt mich. G-Data läuft hier gerade. G-Data einfach nur. Pardon. Es gibt ein seltenes Beispiel, in dem die oberste Gottheit, Schöpfer des Paradieses oder Herrin der Schlangen und Schilfrohre, den Namen eines Dämons erhielt. Dies war jedoch natürlich nicht das Werk der Gläubigen, sondern ihrer Gegner. Okay, das war gerade sehr interessant, mehr oder weniger. Was interessanter ist, sind diese Bücher. Die Bücher sehen aus, als würden sie einem das Hirn umkrempeln. Die ignoriere ich vorläufig. Heather, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Hier ist ein Buch über Tarot. Und zufälligerweise sammeln wir ja gerade Tarotkarten sowie Yu-Gi-Oh-Karten. Ohoho. Tarot basiert auf den 22 hebräischen Konsonanten und soll die ganze Welt repräsentieren. Die ganze Welt? Oh, ist ja ganz schön viel. Jede Karte... Bin ich gerade im Stimmbruch oder was war denn das hier gerade? Oh Gott, warte mal, ich trinke kurz was. Ja, ich bin noch erkältet, deswegen... Pardon, wenn ich jetzt so kurze Pausen irgendwie mache. Ja, so. Jede Karte, nummeriert von 0 bis 21, hat eine bestimmte Bedeutung. Ich denke, ich werde diesen Ausraster irgendwie rausschneiden oder so. Anhand dieser Sagen, Wahrsager, die Zukunft voraus. Die erste Karte, zum Beispiel der Magier, bedeutet Schöpfung, Weisheit, Anfänge oder Zerstörung und Betrug. Die zweite Karte, die Hohepriesterin, bedeutet Intuition, Harmonie, Glaube oder Dogmatismus und Arroganz. Manche Quellen geben an, dass das Gardner-Deck mehr als 22 Karten enthielt. Das Gardner-Deck existiert heute nicht mehr. Es wird ausschließlich in der Literatur erwähnt. Ich habe Literaturkurs und kann Literatur das Wort nicht aussprechen, was lustig ist. Meine Fresse. Es heißt, diese zusätzlichen Karten basierten auf verloren gegangenen hebräischen Vokalen und bezeichneten eine entrückte, transzendente Existenz, das heißt Gott. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber okay.